Leute, ich begrüße euch zu einem neuen TechFishing-Welts-Video. Ja, wie ihr seht, habe ich mein Zeug gerade schon aus dem Auto ausgeladen und hier auf den Trolley raufgepackt. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zum Angelplatz. Das heißt für euch, es steht ein Video an zum Weltsangeln ohne Boot. Was genau ich vorhabe, das erzähle ich euch dann gleich nach dem Intro. Jetzt geht es wirklich erstmal darum, das ganze Zeug zum Platz zu schaffen und dann sehen wir weiter. So Leute, also das hier steht heute alles scheinbar unter einem verdammt guten Stern. Wenn es ein bisschen zuckt in der Kamera, ist das deswegen, weil ich im Moment keine Kraft mehr im Arm habe, um die Kamera noch wirklich hochzuhalten. Es kommt gerade alles zusammen. Also erstmal war die Feststellung, als ich losfahren wollte, dass der Reifen vom Trolley platt ist. Ja gut, ich hatte den jetzt den ganzen Winter im Keller. Habe jetzt auch vorsichtshalber nicht mehr überprüft, bevor ich losgefahren bin. Und habe dann festgestellt, dass sich genau dieser Fehler direkt bezahlt gemacht hat, beziehungsweise eben mich direkt was gekostet hat. Und zwar einiges an Zeit. Ich habe nämlich das Ding jetzt hier mit dem platten Reifen an den Angelplatz geschoben. Ich weiß nicht, da waren jetzt bestimmt 600, 800 Meter, keine Ahnung. Übelste Geschichte. Dann noch hier mit dem riesen Rucksack hinten auf dem Rücken. Schwer wie Blei, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er vollgestopft ist mit Blei und allem anderen Zeug. Habe ich mich jetzt abgemüht bis hier hoch. Dementsprechend platt bin ich jetzt gerade. Noch keine Minute gefilmt, außer das, was ihr bisher gesehen habt. Und jetzt fängt es dann zu dem Zeitpunkt, wo ich anfangen könnte zu filmen, passenderweise noch an zu regnen, um das Ganze mir noch ein bisschen zu vereinfachen. Aber so ist das manchmal. Es kann nicht immer laufen wie am Schnürchen. Ja, ihr seht es jetzt. Das Tackle liegt da. Ich muss jetzt mich mal hier reinfinden. Ich habe gerade schon ein bisschen gelotet. Also die Struktur ist hier noch so, wie ich es in Erinnerung habe. Wie genau, erkläre ich euch später noch. Jetzt geht es erstmal darum, das Tackle auszupacken und grob loszulegen. Und dann nehme ich euch Schritt für Schritt immer wieder mit. So, also, soweit steht jetzt erstmal alles. Routen sind noch nicht ganz final montiert, das mache ich gleich noch. Habt ihr gesehen, da sind noch die Montagen drauf, die ich beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, ob man es auf die Entfernung sieht. Schwimmer erkennt ihr bestimmt noch. Das sind auf jeden Fall die Montagen, die ich beim letzten Stillwasseransitz beim Abspannen gebraucht habe. Brauche ich jetzt hier heute nicht, weil ich heute U-Posen fischen möchte. Mache ich dann gleich noch. Ja, Schirm habe ich schon mal aufgebaut, weil sie jetzt zwischendurch immer mal wieder Schauer gemeldet haben. Und ich dann wenigstens haben will, dass die Liege trocken steht in der Zeit. Ja, und bevor ich jetzt aber weitermache, wollte ich euch mal grundsätzlich was zur Ausrichtung vom heutigen Video sagen. Also, es war halt in den letzten Wochen so, dass in den Kommentaren oder unter den Kommentaren immer wieder der Wunsch geäußert wurde, ja, mach doch mal ein Video oder mach doch mal mehr Videos zum Welsangeln ohne Boot. Und genau diesem Wunsch will ich jetzt in diesem Video heute nachkommen. Es werden mit Sicherheit auch in Zukunft noch weitere Videos folgen, auch wenn der Schwerpunkt bei uns oftmals natürlich auf dem Angeln mit dem Boot liegt, weil es einfach an vielen Gewässern, die wir befischen, möglich ist und weil es einfach auch die effektivste Methode ist, um so genau wie möglich zu angeln. Nichtsdestotrotz will ich natürlich oder wollen wir, Benny inklusive, hier euch natürlich auch das zeigen, wie es funktioniert ohne Boot, damit diejenigen unter euch, die kein Boot zur Verfügung haben oder sich keins kaufen wollen, aus welchen Gründen auch immer, damit auch die gezeigt bekommen, wie man an den Wels kommt. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt heute hier ohne Boot, werde nur werfen. Zu den Bedingungen aktuell ist es so, wir haben jetzt Mitte Juli. Es ist schweinewarm. Letzte Woche hatten wir eine richtig krasse Hitzeperiode mit Temperaturen bis an die knapp 40 Grad. Heute haben wir jetzt kühle 32, 33 Grad. Jetzt ist es ein bisschen bewölkt, aber trotzdem drückend. Wassertemperatur habe ich jetzt heute natürlich nicht gemessen, aber in einem Referenzgewässer lag sie die Tage bei knapp 24 Grad. Also denke ich, haben wir hier ungefähr dasselbe. Dementsprechend haben wir auf jeden Fall Bedingungen, bei denen die Fische wahrscheinlich nicht mega aktiv sind, beziehungsweise bei denen es am besten wäre, am sinnvollsten wäre, jetzt irgendwelche Sauerstoffbereiche aufzusuchen. Das heißt, Wehranlagen, Turbinenwasser, Rauschen, alles was es so gibt, aber das haben wir halt hier alles nicht, weil es ein kanalisierter kleiner Industriefluss ist. Und dementsprechend setze ich jetzt hier heute ein bisschen drauf, einfach tiefer zu gehen. Ich gehe in die tieferen Etagen, ich habe hier Wassertiefen 7 Meter, 8 Meter, 9 Meter, kann aber auch gleichzeitig flachere Uferbereiche mitfischen, auf 3 Meter Tiefe knapp. Teilweise auch ein bisschen drüber, also kann variieren, aber habe die Möglichkeit im Tiefen zu angeln. Und jetzt ist es ganz wichtig, was jetzt kommt, ich kann das alles durch Werfen erreichen. Und das ist der ganz, ganz springende Punkt, den ihr auf jeden Fall berücksichtigen solltet, wenn ihr zum Angeln ohne Boot loszieht. Erster Punkt, ihr solltet auf jeden Fall den Platz, den ihr anangelt,
kennen. Also ihr solltet euch den schon im Vorfeld mal angeschaut haben. Ihr solltet wissen, wie tief es da ist, welche Bedingungen ihr da habt, ob ihr die Spots, die für die Bedingungen, die ihr habt, interessant sind, ob ihr die per Wurf erreichen könnt. Weil es nutzt nichts, wenn die interessanten Strukturen auf der anderen Uferseite sind, wo ihr per Wurf nicht hinkommt. Genau, und danach solltet ihr eure Plätze auswählen. Also was gar keinen Sinn macht, es kann natürlich immer mal einen Glückstreffer geben, aber ist auf einen Platz zu gehen, den man sich vorher noch gar nicht angeschaut hat. Ich war jetzt die Woche auch wieder hier, habe mir das nochmal angeguckt im Vorfeld, habe mich jetzt heute wieder vergewissert, dass das alles so passt, war mir aber eigentlich klar, weil sich hier die Strukturen eigentlich nie verändern. Trotzdem wollte ich nochmal auf Nummer sicher gehen und dann kann man das Ganze wirklich sehr gezielt angehen, auch ohne Boot und die Bereiche dann wirklich gezielt anlegen. Das ist so das Erste, was ich dazu sagen kann zum Angeln ohne Boot. Ansonsten ja, würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Meine Montagen mal soweit knüpfen, auf Vordermann bringen, gebe euch dann dazu natürlich auch wieder Info und dann gucken wir weiter. So Leute, noch gerade ein Wort zu den Montagen. Also, ich habe hier eine ganz normale U-Posen-Montage mit einem System aus zwei Einzelhaken, zwei Mr. Wallerhooks in Größe M. Das Ganze mit einer 20 Gramm U-Pose und das Vorfach ist ziemlich genau, ich habe es abgemessen, 2 Meter lang. Warum so ein langes Vorfach? Ganz einfach, das ist die Montage, die tiefer angeln wird. Das heißt, wahrscheinlich so auf 8, 9 Metern insgesamt von der Gesamttiefe her liegen wird. Ich habe es in den vergangenen Jahren sehr, sehr oft beobachten können, dass gerade in der warmen Jahreszeit es oft so ist, dass die Welse, wenn sie sich im tiefen Bereich aufhalten, dass sie dann oftmals nicht komplett Presse auf dem Grund liegen, sondern irgendwo so in der Wassersäule sich aufhalten. Meistens so irgendwie im unteren Drittel bis zur Hälfte der Wassersäule irgendwo. Ja. Dementsprechend habe ich jetzt einfach mal 2 Meter Vorfachlänge gewählt, weil ich weiß, dass hier aufgrund der gediegenen Strömung das Ganze relativ steil aufsteigen wird, sodass ich schon nachher, ja, schätze ich mal ungefähr 1,80 Meter über Grund angeln werde. Will einfach mal ausprobieren, ob das vielleicht die Fische ein bisschen besser anspricht als diese grundnahe Präsentation mit Vorfächern zwischen 80 cm und 1,20. Das habe ich in der Vergangenheit hier auch öfters mal probiert. Aber die Routen im ganz tiefen Bereich, so wie ich sie jetzt hier heute eine fische, haben leider bisher selten Aktionen gebracht. Deswegen will ich da einfach ein bisschen variieren. Bei der anderen Route wird das Vorfach kürzer. Das wird da so 1,20 Meter lang ungefähr, sodass der Köder nachher circa 1 Meter über Grund angeln wird, weil ich damit eben gute Erfahrungen gemacht habe. Die Route wird dann auch etwas flacher liegen, auf einer Durchgangspassage sozusagen, werde ich euch nachher noch genauer erklären. Aber mit der tiefen Route, wie gesagt, das Experiment mit dem längeren Vorfach, 2 Einzelhaken, deswegen, weil ich auf Drilling verzichten will und trotzdem ein großes Tauwurmbündel erreichen will. Und das ist der Plan. So, die beiden Montagen sind soweit ready und bevor ich die jetzt dann auch mit Ködern bestücke und rausfeuer, erstmal nochmal der obligatorische Tackle-Check für euch. Also, was habe ich heute hier dabei? Natürlich, wie immer, meine Basis, Rodstand Basic, 2x, wie ihr den kennt, hier mit dem Rückfallschutz, damit die Rute, wenn die Reißleine kommt, nicht nach hinten rausfallen kann. Kennt ihr schon, ist natürlich relevanter beim Abspannen, weil das da eher vorkommt. Hier beim U-Posen-Angeln ist normal konstanter Vorzug und dann passiert euch das sowieso nicht, aber sicher ist sicher. Ja, dann Blinkerjörg Longcast einmal und einmal die Kettetag Spin in 270. Einfach, weil ich das Ganze weiterhin austeste, habe ich ja in vergangenen Videos schon mehrmals angesprochen. Dann 2 Stationärrollen. Halbline drauf von 0,43 mm als Hauptschnur, genau. Dann kommen wir hier zum Uplift Boom. Den habe ich drauf, ganz einfach, weil dadurch bei der 2-Routentechnik, die ich gleich anwende, die Schnur besser durchrutscht. Ich kann sie besser zum Platz zurückziehen und dann wieder nachher beim eingehängten Vorfach wieder zurück zum Ply ziehen. Am Uplift Boom habe ich dann natürlich, weil er ja die Adaption fürs Pleigewicht oder für auch den Stein mal sein kann, habe ich hier ein 300 Gramm schweres Crown Sponge Lead eingehängt. Ihr seht es an der kleinen Reißleine noch, falls ich einen Hänger habe und das Ganze hängt irgendwo in der Packung fest oder sonst was, damit das reißen kann und ich den Fisch nicht verliere. Das ist fair für den Fisch und für mich. Dann hier Ball Bearing Swivel mit Snap. Das ist hier ganz wichtig, weil ich das Vorfach, ja, nachdem ich die Hauptschnur gleich zurückgezogen habe, einhängen können muss.
und deswegen ist hier ein Snap auf jeden Fall essentiell. Ja, dann mein Vorfach, Monolider Pro 1,17 mm, eine U-Pose. Ich habe gerade einen englischen Begriff, nicht mehr greifbar. U-Float Solid Black, genau. U-Float Solid Black in 20 Gramm. Hier mit den Leader Stops drauf. Dann zwei Mr. Wallerhook in Größe M, die mit einem Hooksleeve versehen sind, damit die Knoten geschützt und sauber verarbeitet sind. Und bei der anderen Montage ist es so ähnlich. Da ist eigentlich die Basis genau dieselbe. Aber hier im Final sozusagen habe ich dann hier eine 15 Gramm U-Pose und habe hier zwei Pro Dribbles in XS drauf. Genau, einfach weil sich die Montage hier in dem Gewässer bei den letzten Sessions bewährt hat. Und deswegen setze ich hier einmal auf Drillinge und einmal auf Einzelhaken. Einfach weil ich das ausprobieren und mich da weiter reinarbeiten will bei der Tauwurmangelei. Aber immer wenn ich was ausprobiere, mache ich es halt gerne so, dass ich eine Route so fische, wie es schon funktioniert hat. Und dann mit einer anderen Route die Variation bringe, um dann auch Vergleichsmöglichkeiten zu haben. Jo, so stehen die Dinger da. Oben kommen nachher noch zwei Pro-Belts dran und dann gehen wir nachher in die Nacht. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Arbeit. Jetzt hier bestücken mit Würmern das Ganze. Ich warte noch ein paar Minuten, weil es noch ein bisschen hell ist. Ich will noch ein bisschen näher an die Dämmerung ran, bevor ich auslege. In der Zeit schaffe ich hier noch ein bisschen Ordnung. Dann gehen die Ruten raus und dann sehen wir weiter. So, dann zeige ich euch vorm Auslegen noch mal kurz schnell die zwei Köderpakete. Hier einmal das Paket mit einem Einzelhaken, hier einmal das Paket mit einem Drilling. Das kommt jetzt oben ins Flache, das kommt unten ins Tiefe. Und da wollen wir mal sehen, worauf sie Bock haben und ob sie überhaupt auf eins von beiden stehen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Die Montagen liegen und wie ihr vielleicht gesehen habt, auf den GoPro-Aufnahmen ist pünktlich zum Routenauslegen mein Kumpel Andi vorbeikommen. Das war natürlich super praktisch, weil er mir gerade bei der Zwei-Routentechnik prima helfen konnte. Das war perfekt. Das geht zwar allein auch, aber mit zwei Mann geht das deutlich besser von der Hand und dementsprechend ging das jetzt auch reibungslos. Zwei-Routentechnik als Stichwort, also das ist wirklich so meine Premium-Auslegetechnik oder meine Auslegetechnik erster Wahl, wenn ich ohne Boot auslegen muss und nicht allzu viel Strömung habe. Und vor allen Dingen, wenn ich die Köder will, weit rausbringen, ohne dass viele Würmer schon beim Wurf irgendwie abfallen. Wenn ihr nur einen Unterhandwurf in die Uferkante reinschnicken wollt, also so wie wir jetzt die kurze Route gefischt haben, die hätte man theoretisch auch einfach so Unterhand da reinschnicken können. Da wäre wahrscheinlich gar nicht viel passiert mit den Würmern. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon oft gemacht. Das passt auch, aber sicher ist sicher. So ist es auf jeden Fall sauber gefischt und wenn es dann weiter rausgeht, dann sowieso. Wenn ihr nicht wisst, wie die Zwei-Routentechnik funktioniert, dann verlinke ich genau an der Stelle jetzt mal das entsprechende Video dazu. Wir haben dazu ein Tutorial abgedreht, wo alles ausführlich erklärt ist, worauf ihr achten müsst. Und da könnt ihr euch das nochmal reinziehen, was ihr an Informationen braucht für diese Technik des Welsangelns ohne Boot. Ja, jetzt liegen die Ruten dann soweit in Position. Wie genau, erkläre ich euch gleich noch auf dem Blog. Jetzt kommen wir erstmal zur Ruhe, warten wir so langsam ab, bis es dunkel wird und dann melden wir uns wieder. So, weil wir jetzt hier heute mit Pleien angeln, nutze ich vielleicht gerade mal die Gelegenheit, um dazu mal noch ein paar Worte zu verlieren bzw. zu Pleigewichten. Ich habe nämlich letztens einen Kommentar gelesen unter einem der Videos, wo jemand geschrieben hat, dass unsere 360 Gramm Pleie in der Strömung von der Elbe nicht liegen bleiben würden. Die würden immer abtreiben. Und da muss ich halt sagen,
Stimmt, ist auch gut so. Beziehungsweise ist es eben so, dass es wahrscheinlich kein Bleigewicht gibt, was irgendwo mitten in der Elbe liegen bleiben wird. Selbst wenn man da ein Kilo Stein hinlegt, wird da wahrscheinlich, je nachdem wie viel Treibgut die Schnur irgendwann gefangen hat, anfangen zu rutschen oder die Reißleine knallt halt. Es gibt halt Dinge, die kann man so einfach nicht fischen, egal ob mit Blei oder mit Stein. Aber es muss ja auch gar nicht liegen bleiben. Denn wenn so ein 360 Gramm Blei, und ich habe es jetzt hier, ja, wenn das jetzt ins Rutschen kommt, dann rutscht das genau so lang, bis es irgendwann unten an der Kante ankommt. Bis es an der Kante zum Liegen kommt, meistens an der Uferkante. Wenn nicht, vielleicht an einer anderen Unebenheit im Gewässergrund, aber immer an der Struktur. Da, wo sich die Struktur verändert, wo der Gewässerboden ansteigt. Und damit liegt es doch genau dort, wo immer Futter angespült wird für Futterfische. Und damit liegt es genau dort, wo sich dann auch natürlich die Nahrung aufhält und die Nahrung hinkommt vom Wels. Und dementsprechend kommt der Wels auch hin. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Dadurch, dass das Blei abtreibt, liegt es eben am Ende immer genau dort, wo viel Nahrung liegt, wo viel Futterfisch ist und wo viele Welse oder wo Welse regelmäßig vorbeikommen. Sagen wir es einfach so, es liegt immer gut. Die Montage liegt dadurch auf keinen Fall schlechter. Wenn ich jetzt natürlich sage, und den Kritikpunkt kann ich verstehen, ja, aber wenn ich ja die Montage ablege an Punkt XY, dann will ich ja genau da angeln und nicht irgendwo da, wo sie dann durch Zufall hingetrieben wird, das kann ich verstehen. Dann muss man sich aber angucken, ob man vielleicht nicht den Spot anders anfischen muss. Das heißt, sitze ich vielleicht vom Winkel her ungünstig zum Spot. Je mehr ich im 90-Grad-Winkel zur Strömung angel, desto mehr Druck habe ich auf der Schnur und desto mehr, also von der Strömung, und desto mehr fängt das Ganze an zu rutschen oder desto eher fängt das Ganze an zu rutschen. Sitze ich aber ein Stück weiter flussauf, sodass ich den Spot, den ich unbedingt anangeln will, mit der Strömung angeln kann, mit einem langen Schnurwinkel, wie der Benny jetzt sagen würde, dann ist es wahrscheinlicher, dass das Ganze liegen bleibt. Und dann sollte man diesen Spot auch auf genau die Art und Weise befischen. Aber das dann auch nicht mit einem 360 Gramm Blei, sondern am besten mit einem Stein. Weil man sonst halt relativ schnell an die Grenze kommt und das dann nicht mehr sauber angeln kann, weil es dann halt eben wirklich rutscht. Genau, also das ist mal ein Wort dazu. Ansonsten, ich habe hier noch ein paar Bleie dabei in verschiedenen Größen. Kann ich vielleicht gerade noch was dazu sagen, dass ihr mir ein paar Richtwerte bekommt. Also das 360 Gramm Blei fische ich halt entweder dort, wo viel Strömung ist oder dort, wo ich einen guten Selbsthakeffekt haben will. Zum Beispiel beim Pelletangeln setze ich das ganz gern ein, beim Pelletangeln im Fluss, weil ich da Strömung habe und einen guten Selbsthakeffekt will. Ich kann aber in einem Stillgewässer auch kleinere Varianten nehmen. Ich habe jetzt hier leider keinen 300er, das würde ich im Stillgewässer fischen, oder ein 250er, das geht auch noch. Ist immer so ein bisschen Gefühlssache, ein bisschen Spielerei. Macht es immer an der Strömung ein bisschen abhängig. Wenn ihr jetzt wie hier ein Gewässer habt, was wirklich sehr, sehr träge nur fließt, dann reicht im Prinzip, wenn ihr dann noch Ufernah angelt, hier so ein 250er Blei, da wird wahrscheinlich auch ein 200er noch reichen. Ich habe jetzt hier beide Routen mit 300 bestückt, einfach um da noch ein bisschen mehr Selbsthackeffekt auch reinzukriegen, weil ich ja schon Durchlaufmontagen angel. Ja, wie gesagt, es ist da nichts in Stein gemeißelt, da muss man sich immer so ein bisschen sein eigenes Bild machen, beziehungsweise vom Gefühl her entscheiden. Aber grundsätzlich, denke ich, habe ich alles jetzt dazu gesagt, was es da an Kriterien gibt. Je mehr Strömung, desto mehr Blei, ist klar. Und je weniger Strömung, desto weniger Blei braucht er unbedingt. So, und bevor wir jetzt hier wirklich gleich zum Abendessen übergehen und dann in die Nacht gehen, zeige ich euch noch ganz schnell, wie wir das jetzt hier heute gestaffelt haben mit den Routen, damit ihr nochmal einen Überblick habt über den Spot. Also, folgende Flussstruktur, eigentlich relativ monoton alles. Also es gibt hier jetzt nicht irgendwie großartig Kurven oder sowas, keine stark ausgeprägten, vereinzelt schon, aber im Normalfall sieht das Ganze ziemlich so aus wie hier. Monotones, gerades Stück, ohne viel Schnörkel. Und da sind dann so kleine Veränderungen, wie wir sie jetzt hier haben, auf dem Platz, wo wir sitzen, wo dann der Fluss so eine leichte Kurve macht, die sind dann schon immer interessant oder können interessant sein. Und zwar ist es dann hier auch so, dass wir hier vorgeschaltet vorm Ufer eine Fläche haben, die einfach nur 3 Meter, 3,50 Meter tief ist. Das fällt zur Flussmitte hin etwas auch ab, aber ich würde mal sagen, jetzt so 3,50 circa haben wir hier drauf. 3 Meter, 3,20, 3,50 so. Und dann kommt irgendwann die Kante, wo es runterfällt, und die ist ziemlich steil, und ihr seht schon, direkt unten am Fuß haben wir dann so 9 Meter. Und das ist halt super interessant, gerade weil hier die Kante dann
von dieser Flachwasserpassage, die läuft hier ziemlich aus. Also die geht hier wieder ans Ufer rein und verliert sich hier. Das heißt, wir haben hier einen total markanten Punkt, weil diese Kante, die wir hier haben, oder dieses Flachwasser, zieht sich auch noch ein gutes Stück Fluss ab. Und hier verändert sich dann was. Und das ist halt wirklich immer spannend. Die Strömung drückt hier, wenn man von so einem Drücken reden kann bei der Strömungsgeschwindigkeit, die Strömung drückt hier vorbei. Und wir sind hier in der Innenkurve drin. Das macht es immer interessant. Hier wachsen auch vereinzelt Seerosen. Hier stehen sehr, sehr viele Futterfische jetzt drin. Vielleicht keine direkten Futterfische vom Wels, weil es wirklich so typisches Rapfenfutter ist. Aber wo das ist, sind auch Barsche, sind auch Rapfen, sind vielleicht auch Zander und damit auch die Beute von dem Wels. Und deswegen kommt er auch hierher. Gerade dieses flache Wasser in der Nähe zum Abriss, zum ganz Tiefen, das hat mir hier schon echt gute oder viele Fisch gebracht. Das ist eine Route, die immer gut fischt. Und das tiefe Wasser haben wir halt deswegen mitgenommen, einfach weil es sehr, sehr warm ist. Wir haben sehr hohe Wassertemperaturen, sehr wenig Sauerstoff. Und da wollte ich es einfach nochmal austesten, wie es ist, wenn ich tief angel. Und da ist dann noch das lange Vorfach, das 2 Meter Vorfach, sodass das Ganze dann wirklich vom Grund relativ steil aufsteigt. Ein gutes Stück vom Grund abgehoben wird. Und ich hoffe halt, die Welse dort zu erwischen, die, sagen wir mal, so zwischendrin irgendwo in der Säule stehen und nicht direkt press am Grund liegen. Ja, so gehen wir ins Rennen. So wie es jetzt hier aufgeteilt ist, kann auch beim Drillen nichts passieren. Ich kann den Fisch hier frei austrillen. Da behindert mich die zweite Route nicht. Genauso kann ich den hier austrillen, da behindert mich die Route nicht. Also das passt so. Ich kann nachher auch, wenn ich hier den Biss kriege, dem Fisch entgegengehen, damit die Schnur hier nicht noch irgendwie über die Uferkante läuft. Jo, und dann sollte das eigentlich passen soweit. Ja, Leute, die Nacht ist vorbei, ging jetzt schneller und ereignisloser über die Bühne, als ich es mir gewünscht hätte, ehrlich gesagt. Zwischendurch hat es nochmal geregnet, da dachte ich, naja, vielleicht kommt jetzt nochmal ein bisschen Bewegung ins Wasser, dadurch, dass das ja auch immer ein bisschen Sauerstoff mit sich bringt. Gerade jetzt nach einer Phase, wo es wirklich lange Zeit nicht geregnet hat, dachte ich, vielleicht kommt wieder ein bisschen Leben rein. Dem war leider nicht so, bis gab es keinen. Jetzt ist natürlich dann wieder die Spekulation, woran hattet ihr Lilien, ne? Die Gründe sind vielfältig, man kann jetzt natürlich anfangen zu spekulieren. Ich könnte jetzt sagen, es lag bestimmt an der Hitze, die machen halt nichts. Oder es lag daran, dass es halt beim Angeln ohne Boot schon so ist, dass man natürlich ungenauer angelt als jetzt beim Angeln mit Boot. Beim Angeln mit Boot kann ich wirklich Zentimeter genau ablegen und wirklich auf Gefühl wirklich schön in die Kante reinziehen, die Montage. Was ich jetzt beim Wurfangeln so in der Form nicht machen kann, aber das sind alles nur Spekulationen bzw. jetzt irgendwelche, ich sage jetzt mal Ausreden, die man jetzt bringen könnte, aber ich könnte es jetzt nicht hundertprozentig daran festmachen, dass es nicht gebissen hat. Dafür, ja, fehlt mir letzten Endes so ein bisschen dann doch der direkte Einblick unter die Wasseroberfläche, was sich da gestern Abend abgespielt hat und was eben nicht, ja. Und deswegen finde ich es dann auch immer ein bisschen mühsam, dann an irgendwelchen Aspekten sich festzuklammern und zu sagen, ja, hier, komm, es lag am Mond, es lag am Wetter, es lag an dies, an jedem. Es ist halt einfach so, hätte ich alles richtig gemacht, hätte ich mit Sicherheit einen Fisch gefangen, weil Fische sind hier rund um die Uhr im Wasser, die können hier nicht raus. Und das heißt, letzten Endes kann ich es auch jederzeit fangen, theoretisch, wenn ich sie finde und ihnen den Köder so präsentiere, dass sie ihn eben nehmen. Das habe ich offensichtlich nicht geschafft, sonst hätte ja einer genommen. Eigentlich eine ganz einfache Rechnung, auch wenn man die natürlich jetzt nicht so gerne mitnimmt, aber so ist es halt. Und da heißt es dann einfach nur, dran zu bleiben, ja. Auf eine ähnliche Art und Weise, wie ich es jetzt hier gestern gemacht habe, mit dieser Angelei auf dieser flachen Fressroute und dieser tieferen Passage unten in der Rinne. Auf genau diese Art und Weise habe ich hier in der Vergangenheit gut gefangen, bei ähnlichen Bedingungen. Diesmal hat es nicht geklappt. Warum das so ist, wie gesagt, sei mal dahingestellt, aber das ist dann auch wieder das Spannende, immer wenn man denkt, man hätte so eine gewisse Regel sich rausgeschaut, eine Regelmäßigkeit, zumindest für ein Gewässer, dann wird man immer wieder ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und kriegt gezeigt, dass man eigentlich gar nichts weiß und wieder vorne anfangen kann. Und das ist halt das Spannende, was beim Angeln immer bleibt und einen immer weiter vorantreibt, dran zu bleiben. So, jetzt habe ich einen Biss.
So, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also den Kaffee hat es jetzt gerade gekostet. Oh, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen hier. Ich habe jetzt gerade im Abmoderieren quasi hier eine Aktion gekriegt. Das ist übrig geblieben. Fehlbiss. Ich ärgere mich gerade wie eine Sau. Ich kann es gar nicht. Also ich bin quasi noch gerade im Verarbeitungsprozess der Aktion in meinem Kopf, während ihr das jetzt hier schon quasi live mitbekommt. Oh, ich ärgere mich gerade wie eine Sau. Sorry für die Schimpfwörter, aber das muss jetzt sein. Dann sitze ich hier die ganze Nacht und es passiert gar nichts. Und dann setze ich mich hier morgens vor die Kamera und erzähle euch, dass ich nichts gefangen habe. Dann kommt der Biss und dann ist es ein Fehlbiss. Ich glaube, ich muss euch nicht erklären, wie sich das anfühlt. Viele oder wahrscheinlich alle, die jetzt hier gerade zuschauen, haben das schon mal in ihrer Angelei erlebt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Fakt ist, das ist die Montage, auf die die Aktion kam. Würmer hat er mal keine mehr dran gelassen, nicht einen einzigen. Auf die flache Route, 3 Meter, 3,50 Meter. Ja, und das um die Zeit. Ich meine, klar, die frühen Morgenstunden sind hier bei der Angelei immer noch mal gut im Sommer, weil es da meistens sehr, sehr kühl ist. Aber ich habe heute Morgen halt noch einen relativ straffen Zeitplan, deswegen wollte ich früh einpacken und deswegen habe ich jetzt auch früh hier die Abmoderation angesetzt. Man könnte das mit Sicherheit hier noch eine Stunde ausangeln, aber dafür fehlt mir die Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht trotzdem den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Ich werde auch in Zukunft wieder Videos bringen vom Welsangeln ohne Boot, damit auch diejenigen hier weiterhin auf ihre Kosten kommen, die eben kein Boot zur Verfügung haben. Ansonsten wünsche ich euch für die nächsten Wochen alles Gute. Mensch, ich ärgere mich immer noch über das Scheißding hier. Das gibt's doch nicht, ey. Den hätte ich euch jetzt so gern noch gezeigt, ey. Mann, und wenn es nur ein kleiner gewesen wäre. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein brachiales Ding war vom Biss her. Es war so ein Ruckbiss. Den hätte ich euch echt gerne gezeigt jetzt. Naja. Nee, aber bleibt gesund, bleibt fit, bleibt munter, geht angeln, nutzt die entspannten Sommerabende, um ein paar Fische zu fangen und euch eine gechillte Zeit zu machen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Also, bis dann, macht's gut.